Im Jahr 1969 eröffnete der Zoo und Safaripark Stukenbrock in der Nähe von Bielefeld als reiner Safaripark. Mit den Jahren wurde das Angebot mit immer mehr Fahrgeschäften erweitert, sodass sich heute auch zwei Achterbahnen in Schloss Holte-Stukenbrock befinden. Bis 2011 hieß der Park im Kreis Gütersloh, der von der Senne Großwild Safariland GmbH und Co. KG geführt wird, noch Hollywood und Safaripark Stukenbrock. Der Tier- und Freizeitpark wird im Jahr von rund 500.000 Besuchern aufgesucht. Bekannt ist der Park für seine weißen Tiger und Löwen. Diese, sowie viele andere Tiere, von Antilope bis Elefant, kann man im Safariland entdecken. Hier können die Gäste vor dem Parken noch mit dem eigenen PKW durch die Freigehege fahren und die Tiere aus nächster Nähe sehen. Wer seiner Versicherung nicht erklären will, wo der Wildschaden mit einem Zebra herkommt, kann für 3 Euro in einem alten US-Schulbus durch das Safariland fahren. In der Regel passiert aber nichts, wenn man hier durchfährt. Des Weiteren kann man weiße Tiger, Erdmännchen und Co. auch zu Fuß in verschiedenen Gehegen besuchen. Leider war das Safariland kleiner, als wir erwartet haben. Das kennt man aus vergleichbaren Parks größer. Um den Zoo- und Safari-Part abzuschließen, sei noch der Affenexpress genannt. Hier nimmt man in einem vergitterten Zug Platz, der dann in einem großen Oval einmal um den Affentempel fährt und dabei die Affen auf und am Zug hängen. Themenbereiche. Im Zoo-Safari-Park Stukenbrock gibt es keine Aufteilung in Themenbereiche. Wenn Attraktionen gestaltet sind und nicht nur 0815 von der Stange kommen, haben alle eine Anlehnung an das Safari-Thema. Shows. Es gibt 3 Shows im Park, die Gefühle wie Mitleid und Fremdscham in einem auslösen. Viele Patzer, schlechte Tricks und asynchrone Tanzeinlagen. Leinwände, auf denen der Windows Media Player dem Publikum gezeigt wird und Technik, die ausfällt, wären nur ein paar Punkte, um die Show kurz zu umschreiben. Egal ob in der Zirkusshow, im Safari-Theater oder bei der Western-Show, gibt es dieselbe Showcrew. Da alle 3 Shows nacheinander gespielt werden, kann man zusammen mit den Darstellern durch den Park zum nächsten Set laufen. Schade, dass sich die Artisten rauchend auf dem Weg schon fast umziehen, statt Backstage. Bevor das hier noch zu negativ wird, kann man aber sagen, dass die Western-Show mit Abstand die beste war und für so einen kleinen Park echt gut rüberkam. Themen und Rundfahrten. Dass der Park von echtem Wald umgeben ist, macht man sich bei den Rundfahrten zunutze. So ist die Safari-Bootsfahrt sehr schön im Park eingebunden, so wie auch die Oldtimer-Fahrt, die sich beide quasi die gleiche Fläche teilen. Die Firma Ihle baute die Oldtimer-Fahrt in den 70ern, die eine Holzfahrbahn besitzt. Für die Kanalfahrt zeichnet sich Mark Rides verantwortlich. Leider gibt es außer Natur keinerlei Theming. Ebenfalls auf einem Holztrack ist die Kinderauto-Rallye unterwegs. Wenn wir schon Rundfahrten für Kinder haben, sei noch der Rocket Train Western Train von IE Park erwähnt. Neben dem Affenexpress und dem Safariland war es das dann an Rund- und Themenfahrten. Attraktionen. Das Angebot an großen und kleinen Attraktionen im Zoo-Safari-Park Stukenbrock kann sich auf jeden Fall sehen lassen und bietet eigentlich für jeden etwas. Der Fabri Mega Drop Giraffe Tower bringt seit 1998 pro Fahrt 12 Gäste 40 Meter über den Park. Nach einer langen Wartezeit am obersten Punkt ist nach einem freien Fall aber auch schon wieder die Fahrt zu Ende. Mehr Action gibt es im Park bei einem anderen Fabri-Fahrgeschäft. The Flying Oil Pump ist ein Cataclysm aus dem Jahr 2000. Hier geht es in 20 Metern Höhe mit in der Luft baumelnden Beinen über Kopf und das in 2 Gondeln, die je in die entgegengesetzten Richtung drehen. Auch cool ist die Möglichkeit, gegenüber der Mitfahrer zu sitzen und deren Reaktionen zu sehen. Die weiteren Rides sind nicht so wild. Das optische Highlight im Park ist definitiv der Wellenflieger African Swing, der dieses Jahr neu in den Park gekommen ist und sehr schön und detailreich das Afrika- und Safari-Thema aufgreift. Auch ein Freizeitpark-Klassiker ist das Zamperla Ballon Race. Wenn wir schon bei Karussells sind, es gibt auch ein 2-Etagen-Dampfkarussell im Zoo-Safari-Park.
Wer beim im Kreisfahren noch mehr Action will, findet das im Zira Wildwater Rondell Crocodile Ride. Wer das Element Wasser nicht so mag, steigt in die Lüfte mit dem Flying Elephant. Hier kann die Flughöhe manuell gesteuert werden. Die Monsterschaukeln von Inno Hege stehen nett gestaltet in dreifacher Ausführung als Westernschaukeln in der Nähe der Western Show. Auch die Standard Zamperla Teacups gibt es in Stukenbrock. Das kleine Apfelkarussell für Kinder steht direkt neben einer riesigen Spiel-, Kletter- und Rutschenstruktur inmitten des Parks. Hier steht auch eine große Wellenrutsche direkt an der Rückseite des Kletterturms. Zum Toben und Springen gibt es auch zwei große Hüpfkissen oder überdacht ein paar Trampoline. Auch unter dieser Überdachung steht das Karussell Red Baron. Ein letztes Fahrgeschäft wäre der 9 Meter hohe Moser Ride Spring Ride Hip Hop Tower. Wer aktiv bleiben möchte, kann auch sein Können im Hochseilgarten über der Gepardenanlage testen. Wenn euch das so heiß ist, könnt ihr euch im Wasserspielparadies abkühlen. Nass wird es auch in der nächsten Kategorie. Wasserbahn. 2012 stellte man sich eine Menschenwaschmaschine mit Wet n Wild in den Park. Splash Battle in einer Art langsamen Teacup Ride, inklusive Wasserpistolen, sowie Fontänen und Wasserexplosionen rundum vom Rand machen dieses Geschäft von Moser Rides unglaublich nass. Fast gar nicht nass und dennoch das Highlight im Park ist Congo River. Van Ectum ist bekannt für seine Harakiri Raft Slides. Da ist es fast klar, dass der Wave Ride, die Van Ectum Version des Lockflume, mit großen Schlauchbooten befahren wird. Die Lift Hills sind unfassbar langsam, dafür ist der Fahrspaß danach genauso hoch. Vor allem der 21 Meter hohe finale Double Drop hat so viel Thrill und Airtime, dass man sich nur noch festkrallt. Congo River ist ein Muss im Zoo Safari Park Stukenbrock. Achterbahn. 10 Jahre nach Parkeröffnung präsentierte man die erste von zwei Achterbahnen im Park. Die Marienkäferbahn von Zira hat das Standard Large Tivoli Coaster Layout und ähnelt auch farblich und vom Setting vielen Artgenossen. Eine Gemeinsamkeit, die man sich leider nicht abgeguckt hat, ist die Rundenzahl. Nach einer Runde ist ja auch schon Schluss. Die zweite Achterbahn in Stukenbrock ist 1981 in den Park gezogen und versteckt sich inzwischen hinter und gefühlt in unzähligen Bäumen. Der 350 Meter lange Whirlwind von Vekoma hieß bis 2010 Super Tornado und erstrahlt seitdem in neuer Optik, die sich leider nur auf den Zug bezieht und einen neuen Namen. Im Flying Tiger erwarten euch übrigens zwei Corkscrews und überraschend wenig Schläge. Nach 35 Jahren würde dem Park aber eine neue Achterbahn auf jeden Fall gut stehen. Anreise und Übernachtung. Die Anreise mit dem PKW ist total entspannt. Ab der A33 ist der Zoo Safari Park Stukenbrock gut ausgeschildert. Die Abfahrt 23 ist in dem Fall eure. Mit dem Bus der Linie 84 kommt ihr auch direkt zum Safari-Park. Zu bestimmten Tagen und Zeiten führt von Paderborn die Safari-Linie. Hierbei handelt es sich um einen Bus mit Fahrradanhänger, bei dem die Mitnahme des Rades umsonst ist. Zum Übernachten findet ihr einiges auf der Park-Homepage. Von Hotels, Gästehäusern, Pensionen und Jugendherbergen bis hin zum Campingplatz ist alles dabei. Öffnungszeiten. Der Zoo Safari Park wird 2017 vom 8. April bis zum 31. Oktober bis auf ein paar Ausnahmen täglich geöffnet sein. Bitte erkundigt euch für einen Besuchstermin vorher auf der Homepage. Der Park ist dann immer von 10 bis 18 Uhr geöffnet und die Fahrgeschäfte gehen 30 Minuten nach Öffnung in Betrieb. Preise. Auch für euren persönlichen Eintrittspreis müsst ihr die Parkseite besuchen, da es auch hier Unterschiede gibt. Allgemein kommen Kinder unter 4 Jahren gratis in den Park, alle von 4 bis 14 Jahren zahlen 26 Euro und Erwachsene 30 Euro. Die Parkplatznutzung kostet pro PKW 3 Euro. Fazit. Das Fazit fällt bei uns alles andere als gut aus. Hier sei noch einmal gesagt, dass sich aber jeder sein eigenes Bild vom Park machen sollte und auch Geschmäcker und Ansprüche verschieden sind. Wir sind ehrlich gesagt nicht mit hohen Erwartungen zum Park gefahren und diese wurden noch unterboten.
Die Straße vom Eingang bzw. Safariland zum Parkplatz führt einmal quer durch den Park, was nicht schön aussieht, sehr viel Unruhe in den Park bringt und auch das freie Bewegen im Park für kleinere Kinder stark einschränkt. Der Gesamteindruck von Fahrgeschäften, Gehegen und dem Park selbst war eher semi. Alles wirkt alt, schmuddelig und abgegriffen. Allein der Affenexpress ist nur noch schrecklich. Für das Bedienerpersonal scheint es keine Personalräume zu geben, sodass diese ihre Taschen zum Beispiel im Snack in den Schrank stellen oder bei Wind und Wetter draußen auf eine Bank unter einem Sonnenschirm. Auch die Shows sind eine Katastrophe. Eine oder gar drei Shows auf die Bühne zu stellen, ist einfach zu viel für einen so kleinen Park. Da wäre es besser, man lässt es ganz. Kurzum, wir haben uns gar nicht wohl gefühlt und können einen Besuch daher auch nicht weiterempfehlen. Natürlich gibt es dazu auch andere Meinungen und das ist auch gut so. Zoo Safari Park Stuggenbrock.